Der Radiosender 1Live machte am letzten Apriltag gleich mal die ganze City unsicher. Bei dem Event Eine Nacht in Mönchengladbach waren an mehreren Locations Stars wie Sido, Robin Schulz oder Trettmann zu Gast. Und natürlich war auch Daniel Danger mittendrin. Er möchte als dritter Torwart zur WM. Um zu zeigen, dass er es drauf hat, trat er direkt gegen ganz Mönchengladbach an. Im Elfmeterschießen auf dem Alten Markt. Und natürlich sind einige Mönchengladbacher gekommen, um ihm zu zeigen, wer besser im Fußball ist. Dabei verfolgten sie eine einfache Taktik. Voll drauf. Ja, voll drauf. Einfach draufschießen? In eine Ecke schießen. Irgendwie schien das aber nicht ganz aufzugehen. 344 zu 203 lautete der Endstand für Danger. Obwohl manch ein Schütze dafür sogar extra trainiert hatte. Jahrelanges Training, aber ich habe tatsächlich eine Woche lang im Trainingslager gehangen und habe viel mein Bein trainiert. Es hat nichts geholfen, Daniel war zu gut. Aber nicht nur am Alten Markt, sondern auch an vielen weiteren Locations in der Stadt war an diesem Tag etwas los. Im Sparkassenpark legte alles auf, was in Deutschland Rang und Namen hat. Neben Robin Schulz, Alle Farben oder Lost Frequencies war auch Mogwai auf der Bühne. Und wie war das so? Super. Also ich war erst so ein bisschen so, weil ich den ersten Slot hatte. Ja. Ich dachte, das wird schwierig so früh. Aber es war ein dankbares Publikum. Also toll. Genau dieses dankbare Publikum ließ sich die Feierlaune auch nicht nehmen. Und das, obwohl das Wetter eher weniger dankbar war. Also uns gefällt es sehr gut. Das Wetter ist egal bei uns. Ja, wir finden die DJs echt gut. Die Stimmung ist super. Alles wie immer. Ich finde es echt cool. Also cool, dass deutsche DJs nach Gladbach kommen. Ja, gefällt mir. Warum? Schöne Musik, gute DJs, man will mal mehr. Ja, warum nicht? So, geile Party, Hammer hier. Es regnet aber, stört dich das nicht? Das macht die Party nicht heiß. Macht nichts. Geile DJs, geile Leute. Naja, geiles Wetter nicht wirklich, aber... Aber das kann man sich schön trinken und schön tanzen. Ja, richtig geil hier. Warum? Ja, gute Mucke, ne? Gute Beats und schöne Frauen. Ja. Also gerade nicht so, deswegen gehen wir Pommes essen, aber sonst ganz geil. Aber es regnet doch, stört das nicht? Nein. Wir haben Ponchos, wir sind die Chili-Tobbys.